Wer ist die Schönste im ganzen Land? An der Kuhausstellung Expo Bühl werden die besten Kühe der Rassen Holstein und Rät-Holstein gekürt. Das wichtigste Schönheitsmerkmal: ein großes, volles Euter. Damit die Euter möglichst voll sind, melken die Züchter ihre Kühe nicht zu den üblichen Zeiten. Sie dehnen die Melkzeiten zum Teil massiv aus. Dies ist problematisch. Deshalb müssen seit Anfang Jahr die erst- und die zweitplatzierte Kuh nach der Show zur Kontrolle. Hinter dem Vorhang darf Kassensturz nicht filmen. An der Universität Bern treffen wir ein paar Tage vorher Wissenschaftler Adrian Steiner. Komm, Florina, komm. Komm. So, ist gut, ja. An der Kuh Florina zeigt er, wie Tierärzte neu an Kuhausstellungen Euter mit Ultraschall kontrollieren müssen. Denn letztes Jahr fand Steiner bei rund einem Viertel der für eine Studie getesteten Ausstellungskühe Ödeme. Ödeme können schmerzhaft sein. Sie sind ein sichtbares Indiz für ein übervolles Euter. So sieht der Ultraschall einer gesunden Kuh aus. Und da sehen wir die Situation mit einem hochgradigen Euterödem. Man sieht, da, wo dann die Unterhaut ist, die feine Schicht, ist die Schicht ganz auseinandergerissen eigentlich. Und es hat Wassereinlagerungen. In einer weiteren Studie untersuchte Adrian Steiner, welche Symptome Kühe mit übervollen Eutern zeigen. Dass sie praktisch nicht mehr frisst. Das ist ein wichtiger Punkt. Nachher stehen sie, weil das Euter immer grösser wird, sehr breitbeinig da. Die Oberflächenspannung des Euters nimmt massiv zu. Sie fangen an von Milch abtropfen, wenn man sie nicht verkleben. Wenn man nachher die Milch untersucht, sieht man, dass die Milch eine Veränderung drin hat. Das heisst, man hat mehr Entzündungszellen drin, was ein deutlicher Hinweis ist auf eine Euterentzündung. Und damit eben auch eine Gesundheitsbeeinträchtigung des Tieres ist. 248 Kühe nehmen an den Wettbewerben der Expo Bühl teil. Für ihr Wohlbefinden zuständig ist Kantonstierarzt Gregoire Seitert. Er überwacht auch die Kontrollen. Bis zum Zeitpunkt des Interviews fand sein Team diverse Ödeme der Stufe 1. Auffällig ist, auch in diesem Jahr sind an vielen Zitzen Spuren von Klebstoff zu erkennen. Damit sich die Euter noch praller füllen, verkleben Züchter Zitzen mit verschiedenen Mitteln. Ein einziger Klebstoff ist erlaubt: 8%iges Kolloidium. Ein Klebstoff, der auch in der Medizin verwendet wird. Alles andere ist verboten. Niemand kann vor Ort überprüfen, ob es wirklich 8%iges Kolloidium ist. Man kann in Internetapotheken auch höherprozentiges Kolloidium haben und das versiegelt natürlich dann genauso gut wie Sekundenkleber. Was wir auch festgestellt haben, ist, es gibt immer noch Leute, die Sekundenkleber verwenden. Patrick Rüttimann züchtet Holsteinkühe. Er ist überzeugt, eine Ausstellungskuh sei eine glückliche Kuh. Die Bauern würden alles geben, damit es ihr gut geht. Jeder Kenner, der durch Ausstellungen geht, sieht eigentlich, die meisten von diesen Kühen, die hier sind, die geniessen eine gute Pflege, eine gute Haltung und ein gutes Leben. Wenn wir an die Fakten schauen, das ist viel Polemik betrieben worden, wenn man die Fakten anschaut, sieht man, dass die Ausstellungskühe älter werden, die höhere Lebensleistung haben und somit, was ist, sie sind gesünder als der schweizerische Durchschnitt.